18. Juni 2019. Ich habe die vier Rheintaler Nationalräte besucht, die im Oktober bei den Wahlen wieder antreten. Es war ein reger Betrieb, im Saal, aber auch hier auf der Wandelhalle. Ich habe Markus Ritter gefragt, was ein Rheintaler ins Zentrum der Macht führe, was dann Spass macht. Ja, sicher jetzt meine Aufgabe hier im Nationalrat, Interesse aus dem Kanton St. Gallen, aber auch aus dem Rintel zu vertreten und die Anliegen für unsere Bevölkerung einzubringen. Aber trotzdem, also ich habe manchmal das Gefühl, also viel bewirken kann man nicht oder sehe ich das irgendwie falsch? Oder manchmal braucht es doch unglaublich viel Geduld, oder wie sehe ich das? Also Geduld ist sicher wichtig, da es sind sehr langwierige Prozesse. Man muss ja Lösungen mit dem Bundesrat zwischen beiden Kammern, National- und Ständerat finden. Aber man kann schon etwas bewirken. Also wenn man die Unterstützung in der Fraktion hat, wenn man eine gute Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen aufpflegt und auch eben mit dem Ständerat, dann gibt es schon Lösungen und man kommt auch Schritt weiter. Aber eben, gleich ein Haufen Wenn, gell? Und daheim auf dem Betrieb ist ja gewöhnt, dass es diese Wenn eigentlich nicht braucht. Also mit der Heidi und ihren drei Kindern und mit dem Sohn, der jetzt nachfolgt, da braucht es diese Wenn nicht, oder? Es gibt schon auch Wenn dort. Aber hier geht es natürlich um die ganze Schweiz, um die gesamte Bevölkerung. Und daheim auf dem Betrieb geht es einfach um unsere Existenz und unseren Betrieb. Und darum braucht es hier längere Prozesse und auch längere Entscheidungsverfahren. Jetzt bist du ja Macher und bist sattelfest. Wenn du etwas sagst, dann hat es Hände und Füße, du kennst dich aus. Manchmal hat man das Gefühl, die rundherum kennen sich bei Hut und Haar nicht so gut aus. Vor allem mit in diesen Dossiers, wo du sattelfest bist. Das ist doch manchmal ein riesiger Ärger, oder? Hast du die Nerven dann immer? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig. Wir haben hier eine Form von der Spezialisierung. Also jeder hat seine Dossiers, die er dann kennen sollte, die er auch beherrschen sollte. Bei mir ist sicher der Teil Wirtschaft und Steuern. Und da ist wichtig, dass man eben den Kollegen erklären kann, dass sie auch hier nachvollziehen können, dass man den Mehrheiten gewöhnt. Und es ist immer ein langsamer Prozess, wenn man zuerst eine Idee hat, wenn man eine Lösung hat, dann nachher dann hier innen mehrheitsfähig zu machen. Da braucht es immer unendlich viele Gespräche. Jetzt bin ich schon mit Schülern da gewesen, sogar mit meinen Kollegen da gewesen. Ich bin früher einmal im Bundeshausstudio auch hin und wieder einmal gewesen, als Kindersaal. Da war früher viel mehr Beleid als jetzt. Jetzt ist manchmal schändlich leer und dann gibt es Abstimmungen und dann säckeln da alle her. Ist das die Politik von heute? Es ist ein Zeichen, dass man eben sehr vieles auch zu tun hat daneben. Auf der einen Seite Besprechungen, wie man es jetzt hier in der Wandelhalle auch gesehen hat. Dann die Arbeit mit den Medien, die ist natürlich auch den ganzen Tag da sehr aktuell. Man geht Auskunft, das ist bei mir auch ein wichtiger Teil von meiner Tätigkeit. Und dann natürlich auch Leute, die man Leute in die Mail, die man schreibt, manchmal liest man auch eine Zeitung. Also es ist sehr vieles zu tun, neben dem eigentlichen Ratsbetrieb. Am Morgen um 9 Uhr bist du belagert worden von Zeitungen. Vorher war wieder einer mit einem Mikrofon da, jetzt kommen wir rein und so weiter. Also, das ist doch noch recht ein anstrengender Job. Und zwischen dir musst du dann gleich immer mal ein bisschen abstimmen, oder? Also, ist ein Stress pur eigentlich. Ja, das ist richtig. Vor allem dann, wenn man noch eigene Geschäfte hat. Oder? Die Geschäfte heute kommen nicht aus unserer Kommission, aber morgen haben wir dann Wirtschaftskommissionsgeschäfte am Donnerstag auch. Und dann bin ich schon drin. Dann muss ich hören, was die Kolleginnen und Kollegen sagen, was dann am Schluss die Anna meinen und einbringen und dann sie dazu dann auch die richtigen Worte dann noch anpassen und auch die richtigen Antworten geben. Wir sehen es so natürlich links und rechts, ein Haufen Leute, die diskutieren, dass Politik da geht etwas ab. Es hat auch sehr viele junge Leute, die daher können. Hast du das Gefühl, du kannst den Leuten, wenn sie werden können, auch etwas mitgeben, um es ein bisschen lustig machen auf Politik? Der Nationalrat und auch der Ständerat, das ist jetzt meine Ansicht, als 66-Jähriger ist ja doch ein kleines bisschen in einem älteren Datum, Durchschnittsalter, oder? Also wir haben sehr viele Schulklassen, die kommen. Die haben gestern auch eine gehabt von uns im Kanton St. Gallen. Und die hören sehr interessiert zu. Ich erkläre auch, was vorne läuft, was hinter der Kulisse läuft, wie die Entscheidfindung ist, wie sie können Einfluss nehmen können. Und da stelle ich das Interesse schon fest. Also es ist ein spannender Betrieb. Und sobald man ein bisschen hinter die Kulisse schauen kann, sieht man auch, ein bisschen, wie die Mechanismen sind. Ein Nationalrat hat etwa 100'000 im Jahr. Ja, es gibt ein genaues Entschädigungsreglement, das ist im Internet aufgeschaltet. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Kommissionen man arbeitet, wie viel Zeit man investiert. Ich habe eine relativ grosse Kommission, aber eher weniger Sitzungen. Man kann es im Internet nachschauen, genaue Entschädigung. Also jeder, der jetzt im Herbst kandidieren will, kann sich informieren, wie viel also da wo verdienen. Aber man darf den Aufwand schon nicht unterschätzen. Weißt du, noch gefragt, die Landwirtschaft sagt man 16 Franken pro Stunde, oder? Verdienst du es dort mehr oder da? Ja, also der Nationalrat ist sicher besser entschädigt, als was man in der Landwirtschaft verdienen kann. Dort ist der Aufwand aufgrund auch von den Kosten, die man hat für Gebäude, Maschinen, Boden, für alles, was man tut, der ist relativ gross. Und darum bleibt am Schluss dann meistens relativ wenig Einkommen. Also der Nationalrat ist sicher die besser zahlte Tätigkeit, als wenn man daheim auf der Landwirtschaft ist. Den Vergleich darf ich da sicher machen.
Das ist ein bisschen beruhigend. Gell? Dein Sohn macht jetzt Landwirt. Also natürlich, es gibt einen Nachfolger. Die Heidi packt fleissig an und ohne all das könntest du es gerne nicht machen, oder? Das ist richtig. Also die Heidi, meine Frau, die führt den Betrieb den grössten Teil des Jahres. Der Adrian hat jetzt gerade diesen Tag Lehrabschlussprüfung. Der wird fertig als Landwirt. Ich hoffe, ging ihm gut heute. Er hat heute 4 Prüfungen. Er hat sich intensiv vorbereitet. Und er ist jetzt der Erste, der fertig wird. Und der Junge, der Daniel, ist im zweiten Lehrjahr. Der hat auch am heutigen Tag noch Prüfungen, am letzten Schultag. Also die sind intensiv gefordert, auch in der Ausbildung. Es ist wesentlich anspruchsvoller, als wo ich noch war. Zweitletzte Frage. Wahlen, Nationalrat, Ständerat, wäre auch noch etwas? Also wir haben Ständeratswahlen von der CVP, kandidiert natürlich der Benny Würth wieder. Er ist sehr ein guter Mann, hat sich auch gut eingeklebt hier. Ich selber hier für den Nationalrat kandidieren und wo mich freuen, wenn ich natürlich wieder gewählt werde. Das ist eigentlich so gut wie sicher oder ist man da noch ein bisschen nervös? Denn? Also jede Wahl ist eine Wahl, man muss die Leute wieder überzeugen können, man muss auch die Wähler können von dem, auch wieder, was man gemacht hat, die letzten Jahre informieren und am Schluss ist jedes ein Wahlentscheid. Also eine Wahl ist nie sicher und es braucht jedes Mal wieder intensive Wahlkämpfe, bis man auch ein Resultat hat. Welches wäre so dein grösster Wunsch jetzt ans Parlament? An die, die ja mit dir müssen stimmen müssen? Also für mich wäre es wichtig, ein bisschen weniger Vorstösse da. Wir haben etwa 6'000 Vorstösse in 4 Jahren. Vieles ist auch ein bisschen Selbstbeschäftigung. Ich wäre froh, im Nationalrat ein bisschen mehr Effizienz, ein bisschen weniger Reden, ein bisschen mehr Wirkung im Ziel. Da haben wir einen riesen Unterschied zwischen dem National- und Ständerat. Das wäre mein Wunsch, wenn ich einen könnte haben, ein bisschen mehr Effizienz im Nationalrat. Also in Anlehnung an ein wirklich gutes Wasser, ich sage jetzt in Schweiz, könnte man sagen, alles wird besser, Rheintal bleibt gut. Richtig, das Rheintal braucht es hier im Nationalrat. Wir haben eine gute Vertretung mit mehreren Nationalrat und ich freue mich, wenn auch in der nächsten Legislatur wir wieder mit einer Gruppe hier mit dabei sein. Mühr heisst sicher Gespräche über die Parteigrenzen weg wie hier. Als nächstes haben wir Thomas Amann gefischt, als er rausgekommen ist. Man kann einen Puls setzen für die Region, für den Kanton, wo man ja gewählt ist, für die Menschen, die dort leben. Gut, es gilt natürlich zuerst Mehrheiten zu finden in der eigenen Fraktion, über die Parteigrenzen hinweg und dann, wenn es eben ein Thema aktuell ist. Ich nehme jetzt auch zum Beispiel die Bahn im Rheintal. Ich muss mal schauen, dass man vor allem auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Parteien hinter das Thema bringt und miteinander so stoßen kann. Das ist manchmal gar nicht einfach, gell? Das ist manchmal nicht einfach. Aber ich durfte auch schon ein Erfolgserlebnis erleben. Ich denke hier vor allem an die Bahn im Rheintal, wo wir jetzt 2025 endlich unseren Doppelspur ausbauen. Ich denke da vor allem auch an Werdenberg, Wartau, wieder eine neue Bahnstation überkommt. Ein ÖV, der auch den Namen verdient bei uns im Rheintal. So, ich denke mal, auch im Hintergrund von der laufenden Klimadiskussion ein brandaktuelles Thema. Gibt alles viel Arbeit und manchmal merkt man gar nicht so, wo wir überall dran sind, gell? Ja, ich denke mir, es ist ja das eine, die Arbeit eben im Hintergrund. Ich bin auch selber nicht jetzt ein Politiker, der nur Populismus macht. Sondern ich denke mir, es geht auch darum, dass man die Sachthemen zuerst anschaut, aufschafft und dann schaut, dass man mit hartnäckigem, geduldigem und ausdauerndem Arbeiten eben auch etwas dran binkt. Und dann habe ich da wirklich auch dürfen, in diesen 3 Jahren, wo ich jetzt oder 3,5 Jahre, wo ich da in Bern bin, Erfolg feiern. Das Milizsystem geht. Milizsystem ist machbar. Milizsystem? Ja. Ich bin ein Freund vom Milizsystem, die Schweiz lebt sehr gut mit dem System. Man muss aber eins sehen, man stößt sicher an Grenzen. Ich denke mir jetzt vor allem, wenn wir als Vertreter vom Rheintal uns anschauen, wir haben 3 Stunden, bis man in Bern ist. Eben meine man, ja. Man hat dann wieder 3 Stunden, bis man daheim ist. Also man muss auf eins sehen, sicher so ein Mandat als Nationalrat, wenn man in mehreren Kommissionen ist, ist das ein Teilzeitjob. Und wenn man einfach schauen, wie man es uns beruflich noch ausrichten kann. Aber ich finde es wichtig, so bleibt man auch in Verbindung. Das ist ja der eine Teil, den man mit den Wählern pflegt. Aber man schaut ja auch, dass man in gesellschaftlichen Anlässen wie Trema, Schwingfest, Musikfest und so in Kontakt mit den Leuten kommt und so den Puls der Leute spürt. Eben ein Teil von dem ist Straßenarbeit natürlich, hinspringen, wenn es Abstimmung gibt. Ein anderer Teil ist Diskussionen hier in der Wandelhalle. Natürlich ganz ein wichtiger Teil in der Region, auch immer verankert sein und bleiben, natürlich ein offenes Ohr haben und so weiter. Was sind so deine wichtigsten Vorstöße, also jetzt in den letzten 3 Jahren? Meine wichtigsten Vorstöße, ich bin an der Verkehrskommission, ich nehme CSD. Ich habe dafür gekämpft, dass die Sanierung von der Autobahn
St. Margrethe Rinegg schneller kommt. Die hat immer wieder verschoben werden. Mittlerweile ja, mit einem Flüsterbelag bereits abgeschlossen. Dann nehme ich auch die Bahn. Wir haben jetzt gerade diese Woche auch wieder Gespräche mit der SBB, der Knoten Sargans, die einfach noch mal wichtiger wären, auch mit der Verbindung Richtung Zürich weiter und eben ins Rheintal. Dann ein Thema, das nicht unbedingt mit meiner Kommissionstätigkeit zu tun hat, aber aus ein bisschen auch aus meinem Umfeld heraus, Medizinalcannabis, dass da unbürokratisch abgegeben werden an Menschen, die chronische Leiden haben. Dann habe ich die Schliessung von SBB dritt. Verkaufsstellen können verhindern, das freut mich ganz besonders. Und ganz aktuell kämpfe ich, dass wir auch wieder Nachtzüge haben im internationalen Personenverkehr. Es gibt noch einiges zu erzählen. Man muss aber vielleicht einfach noch kurz sehen, du hast noch angesprochen, dass es so einspringen und raus und dann Absprache. Es ist vielfach der Meinung so, dass man, wenn man hierher kommt, ja vorbereitet ist, in den Kommissionen gewisse Geschäfte begleitet, in den Fraktionen. Vieles passiert hier natürlich ja, dann halt auch ein bisschen für die Medien. Aber auch da ist wichtig, dass eben die Wähler sehen, was wir hier machen. Ja, weißt, ich frage vor allem darum, weil natürlich ein Haufen her könnte her, dann gehen sie ins Saal rein und dann sagen sie, um Gottes Willen, das ist schon los, da hockt fast niemand rein. Oder? Und gleich haben wir eine Präsenzzeit. Oder? Und ich denke mir, ihr bereitet einen Haufen vor. Und darum sage ich natürlich ganz bewusst, wenn es wichtig ist, dann springen sie rein und dann sind sie natürlich da. Also, es ist inzwischen unglaublich viel Geschäft, und ihr genau auf den Punkt genau einfach müsst eure Voten dann eben, ja, einbringen, oder? Ja, ich denke mir, da mit den halbleeren oder eben mit fast leeren Plätzen, hier im Nationalrat sein, da muss man schon relativieren. Es kommt natürlich manchmal auf die Art des Geschäftes darauf an. Ein Geschäft, wo vielleicht sehr viele Rednerinnen und Redner hat, die immer wieder das Gleiche erzählen. Also ich glaube, dann darf man vielleicht schon sagen, dass halt die Konzentration oder auch das Interesse nicht mehr so hoch ist. Und manchmal muss man halt ja auch Zwischentüren in der Zeit, wo man da ist, von morgen um 8 Uhr in der Regel bis abends um 7 Uhr, halt in diesen und jenen Dossier und Geschäften, wo man ist, schauen mit Kollegen in Kommissionen oder mit Branchenverbänden oder Sachen, wo man mit involviert ist, schauen, dass man die Themen ein bisschen aufarbeiten kann. Ich bin nicht ganz sicher, aber du bist Jahrgang 64. Ich bin Jahrgang 64. Spielt es eine Rolle? Was ist das Alter? Das Alter spielt keine Rolle. Von der Glaubwürdigkeit? Weißt du? Nein, ich denke, es hat sicher da gewisse Alphatiere. Es hat auch solche, die das Gefühl haben, sie sind solche. Man muss sich da sicher einen Platz schaffen. Ich muss sagen, ich habe jahrelange Erfahrung im Kantonsrat. Ich war 16 Jahre im Kantonsrat, bis im 15. hier eingewählt worden bin. Am Anfang musst du da finden. Es braucht eine gewisse Zeit, man muss dich kennen. Du musst ein bisschen verlässlich sein, auch wenn es darum geht, in der Politik, wo man dann sieht, in den Geschäften und so. Aber ich denke mir, mit der Zeit lernt man daran kennen und dann weiss man auch, in welchem Geschäft dass man sich auf wer kann verlassen kann. Und nicht immer die am meisten in den Medien können, sind die die Politik hier rein machen. Sepp kann man auch sagen. Es sind manchmal die hinten dran arbeiten und eben dementsprechend Bündnis können arbeiten und so weiter. Absolut. Als Rheintaler im Kanton, so bist du ja gewöhnt gewesen. Dann heisst es natürlich, St. Gallen da unten kommt ein Rheintaler. Hast du dort schon müssen sitzen? Ist es hier ein bisschen ähnlich? Weißt du, wenn man 2-3 Stunden herfährt ins Zentrum von der Schweiz, ins Zentrum von der Macht. Also wird man als Rheintaler gleich ernst genommen, wenn es ein Berner ist oder ein Zürcher? Ja, also man kann hier auch nicht rheintalerisch reden. Wir haben jetzt auch ein bisschen angepasst im Interview, oder? Ja. Sondern man muss hier in Schriftsprache seine Voten abgeben. Ich denke, das ist so, dass alle miteinander verstanden. Die einen reden sogar in Französisch, Italienisch und so. Aber es ist schon so, dass wir uns vom Osten, wie man so schön sagt, wir müssen uns und tun uns jetzt auch ein bisschen mehr. Das spüre ich auch in verschiedenen Geschäften. Ein bisschen mehr Gehör verschaffen. Andere tun da ein bisschen lauter in seine Anliegen einbringen. Aber wir sind auf gutem Weg, wenn's, habe ich auch schon gesagt, wenn es wirklich um Themen geht. Und wie jetzt gestern das Gespräch mit der SBW Bahnhof Sargans, da hat es von allen Parteien vertreten gehabt, die das Problem für die Bevölkerung zu einer Lösung führen. Jetzt geht es immer darum, wir haben es mehrfach schon angesprochen, über die Arbeit im Hintergrund. Wie kommt man die Wählerschaft her? Also, weißt, wie kann man jetzt das auch überbringen, dass man eben dies und jenes tut und man eben nicht immer im Fernsehen kommt? Ja, indem dass man eben teilweise auch noch tätig ist in Verbänden. Ich bin mich zum Beispiel seit Jahren für den Wald, für die Waldwirtschaft engagieren. Ich denke mir, wenn man gewisse
Anliegen vertritt und der Wald wird noch höhere Bedeutung bekommen in der ganzen Klimadebatte. Ich meine, da sehen wir einen Haufen auch, dass man etwas tut dafür. Ich bin im Hauseigentümerverband, auch dort hast du Themen, die du einbringst. Ich bin im Spitex, im Kantonalverbund und. Ich denke, das sind auch Kanäle, wo die Leute da sehen. Aber ich muss nochmal sagen, es braucht natürlich auch die Medien. Und wie jetzt der Film, den du heute mit uns Kandidaten oder mit amtierenden Nationalen und eben Kandidaten für die Wiederwahl im Oktober stellst, auch da ist ein Weg, wo die Leute sehen, mal, der macht etwas. Ja, ich denke, es braucht Medien auch. Natürlich machen wir noch mehr auf den Oktober hin, aber einfach mal zeigen, ihr seid auch da, also ihr seid präsent, ihr empfangt einen, oder ihr bemüht euch, oder? Das gehört ja eben alles auch irgendwie dazu. Ja, gut, jetzt vielleicht einfach mal eine allerletzte Frage. Ich nehme jetzt mal an, du bist Gemeindepräsident gewesen, du bist im Treuhandwesen tätig, also man kennt im Rintel, deine Wiederwahl scheint auf sehr guten Weg zu sein. Wenn man dich wählt, was sind denn deine wichtigsten Ziele? Du bist breit aufgestellt, das geht von Cannabis oder als Medikament nutzen. Bei den Hooligans bist du auch dabei, habe ich gesehen. Gell? Also es gibt fast kein Thema, das dich nicht interessiert. Was wären denn so deine wichtigsten Ziele jetzt, die nächsten vier Jahre? Meine Ziele, und ich habe Respekt vor der Wiederwahl, aber ich sehe es mir. Ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler mir auch wieder das Vertrauen geschenkt, dass sie sehen, dass ich einer bin, der nicht nur von etwas spricht, sondern auch anpackt. Ich nehme wirklich ein Thema auf, wenn ich von Bürgerinnen und Bürgern Anliegen bekomme. Das finde ich auch super, dass die Leute auf einem zukommen. Und wenn ich nochmal oder in der nächsten Legislatur wieder dürfte, da tätig sein, dann wäre es sicher Thema von der Grundversorgung. Ich denke mir da vor allem in der Post, in der SBB, aber auch Swisscom Anliegen, Verkehrsthema. Auch der grenzüberschreitende Verkehr bei unserem Rintal, Autobahnanschluss, ist noch nicht ganz gelöst. Jetzt müssen wir zwar aus Österreich dort die Hausaufgaben machen. Wir haben ein Aglo-Programm, wo wir auch schauen müssen, dass das Geld eben auch ein bisschen in Osten, in Kanton St. Gallen, in Rintal und in Werdenberg fliessen. Und ich denke mir da vor allem auch ein Thema rund um die Waldwirtschaft, grosse Herausforderungen, wo es darum geht, dass auch der Wald eine Stimme da drin hat. Auch der Thomas Hammer ist der gleichen Meinung wie der Markus Ritter. Weniger wäre manchmal mehr. Er sieht sofort das Gespräch vorbei, zack, und schon geht es wieder rein. Abstimmen. 6'000 Vorstöße in 4 Jahren, das macht also 1'500 eben in einem Jahr. Wenn man von 12 Wochen ausgeht, also jeden Tag durchschnittlich 25 Vorstöße zum Behandeln. Ja, kürzere Voten, weniger wäre mehr. Auch der Thomas Hammann ist der gleichen Meinung wie der Markus Ritter. Und da muss man sich manchmal natürlich entspannen. Man kann immer rumspringen, abstimmen und so weiter. Und die Terrasse, das ist sicher etwas, wo man kann sich entspannen kann. Hier eben von der Bundeshaus-Terrasse runterschauen auf die Aare. Mit dem Roland Rino Büchel bin ich darum rausgegangen. Auf die Terrasse haben wir ein ruhiges Winkel gesucht und dann mit ihm ein Gespräch gemacht. Roland Rino Büchel, 2,5 bis 3 Stunden Herrenfahrt hin und wieder zurück 6 Stunden. Also doch ein rechter Stress. Was hat ein Rintaler davon, wenn er hierher kommt? Ja, also ein Rintaler oder ein Volksvertreter sowieso, warum er herkommt. Er tut das Volk vertreten, tut die Entscheidungen, die getroffen worden sind, die Abstimmungen, Referenden versuchen umzusetzen. Und ich stand jetzt hier als jemand, der wirklich die Rintaler mit einer bürgerlichen Politik will vertreten. Und ich denke, es ist mir gelungen in den letzten bald 10 Jahren, wo ich jetzt hier bin. Du triffst schon immer klare Worte und manchmal nimmt man das auch übel. Das ist für dich nicht unbedingt das Problem. Ja, klare Worte, wenn es stimmt und passt und es Leute gibt, die das nicht so gerne haben, dann stört mich das nicht. Wenn man klare Worte sagt oder gross umeinander prallagt und irgendetwas erzählt, dann ist es nicht gut. Ich hoffe und denke, dass das bei mir nicht der Fall ist, die Richtung, die falsche Richtung. Welche sind deine wichtigsten Themen jetzt auf die nächsten 4 Jahre, wenn man die wiederwählt? Oder respektive, vielleicht kann man die ja gar nicht mehr wählen? Vielleicht geht es Richtung Ständerat? Ja, jetzt wird spekuliert. He? Also wählen könnte man mich, wenn ich auf den Ständerat komme oder nicht. Ich tue auf jeden Fall für den Nationalrat kandidieren. Ich bin der Spezialist sicher geworden für die Außenpolitik. Eine Außenpolitik, die auch nach einer innenpolitisch sich stark auswirkt. Da hat man jetzt gesehen, das Verhältnis zu Europa, Rahmenvertrag, dominiert nachher auch unser tägliches Leben. Und gerade auch im Rintel. Und da werde ich meine Klarlinie aufrechterhalten, Rahmenvertrag in dieser Art, nein. Meinst du, kriegen wir sie mit der EU? Oder müssen wir gleich irgendwie austreten?
Ja, austreten müssen wir nicht, zum Glück. Ja, weißt du, ich meine, von den Zahlungen? Nein, es ist klar. Weißt du, Frau Heuger hat ja mal gesagt, wir seien nicht dabei, aber eigentlich seien wir ja gleich beitreten. Wir zahlen ja eben gleich, wie wenn wir dabei wären. So meine ich, austreten. Mhm. Also so viel zahlen wir natürlich nicht wie ein Mitglied. Was aber gefährlich ist, ist gerade der Rahmenvertrag, der uns praktisch als Mitglied ohne Stimmrecht bestimmen schlussendlich. Und das darf natürlich nicht sein. Die Kohäsionsmilliarden, da sind die anderen Parteien sich einig, dass man die weiterhin zahlt in Osten, neu jetzt ja auch noch in Süden. Da ist fast unumgänglich. Schade, dass die Parteien das so locker sehen, dass man das Geld vertollt. Mit Geld kann man sich einen Marktzugang nicht erkaufen, sondern mit guten Produkten. Aber weißt, es war ja der Klaustag, 1996. Das ist jetzt fast 25 Jahre her. Und ihr meint immer, wir sind nicht irgendwie bei der EU. Und ich behaupte immer, wir sind ja gleich drin, bei den Bilateralen und so weiter. Also da meine ich einfach, auch wenn ihr jetzt Nein sagt zum Rahmenvertrag, aber müsste doch noch mehr sein. Ja, selbstverständlich. Wir haben ja ein gutes Verhältnis mit der EU. Wir tun ja der EU viel mehr abkaufen als sie uns. Also das ist das beste Verhältnis, das klarste Verhältnis, das messbare Verhältnis. Und wir haben gute bilaterale Verträge. Aber die findest du gut? Die sind jetzt so gut. Man muss sicher bei der Personenfreizügigkeit, wenn wir das grösste Problem haben, das müssen wir angehen. Ist aber alles nicht umgesetzt, was wir eigentlich wollen? Wo das Volk wollen, nicht mehr. Hat man starke Fehler gemacht. Dort gibt es jetzt noch zu korrigieren. Das ist aber ein Vertrag von weit über 100, wo man muss nachbessern. Man muss wegen dem nicht die Rechts Entwicklung auf Brüssel rausgehen, das würde heissen, unsere DNA, unsere Art direkte Demokratie würde nicht mehr gehen. Ich bin überrascht, dass Parteien jetzt noch ein bisschen Opposition machen und schlussendlich werden die auch nicken zu diesem unseligen Vertrag. Ja, gibt es denn auch politische Korruption oder sind wir jetzt hier im Zentrum der Macht weit weg von der politischen Korruption? Also politische Korruption gibt es selbstverständlich. Auch da? In unserem Land. Ja, mit Blick auf die Aare? Mit Blick auf die Aare. Ja. Ja, nein, in unserem Land ist sicher weniger ein grosses Problem, aber gerade im Bereich Lobbying, gerade heute haben wir das Thema auch behandeln da, im Rat. Also das Thema Korruption, indirekte Korruption ist immer ein Thema, das immer extrem wachsam sein. Ich habe mich ja vor allem im Sport und im Europarat angenommen, dem Thema, und konnte ich zu Lösungen. Es kann natürlich nicht sein, dass die Leute der gewählten Politiker nicht trauen, weil sie irgendwo die Hohlhand machen. Aber der Infantino zum Beispiel, das ist ein weiter Weg, aber mit Hip-Hip-Hurra ist er gewählt worden. Ja. Ist alles gut jetzt, oder? Ja, vieles ist tatsächlich gut. Die ganze Hast du das Gefühl? Vieles ist gut. Lass mich erklären. Die ganz Korrupten sind weg. Also die sind alle weg. Aber es entwickelt sich immer wieder. Immer also ein grosser Laden, wo so viel Geld drin ist, ist die Gefahr immer vorhanden. Darum, wenn man wahnsinnig vorsichtig sein. Und ich glaube, da muss der Präsident Infantino die Schraube ganz klar anziehen. Bei sich muss er aufpassen und natürlich auch bei den Leuten rundherum. Müssen wir hier in Bern, wenn wir schon zu Bern sind, die Schrauben auch anziehen? Also, die Chinesen sind ja auf einmal ein Thema, oder? Also, ja, dies und jenes. Also, wenn der Trump so etwas sagt, wie jetzt hier in der Schweiz publik gemacht wird, dann nachher hören wir es in der ganzen Welt. Aber viel neben dem Trump ist ja das nicht, was wir jetzt mit den Chinesen im Sinn hätten, oder? Ja, es hat eine komische Tendenz. Ich glaube, wir müssen nicht irgendwie ein Gesetz machen, um die Chinesen abwehren. Wir müssen wissen, was wollen wir nicht ins Ausland gehen. Also Infrastrukturen, Post, also Staatsfirmen, also wo Staatsaufgaben haben, wo ganz klar die Allgemeinheit muss wahrnehmen und darum auch die Firmen gegründet hat. Das muss man und soll man nicht abgeben. Da muss aber auch Post zum Beispiel nicht eine Linie betrieben im Lichtersturm mit Postauto. Das ist auch völlig falsch. Also wir müssen hier die Sache richtig machen. Aber abwehren muss man, wenn schon alle. Man könnte nicht sagen, ja, Chinesen böse, andere gut. Da wollen wir wissen, was uns gehört. Und der Rest ist ein freier Markt. Wir investieren im Ausland wie kein anderes Land im Verhältnis. Also da müssen wir schon zuschauen, aber wissen, bis hierher und nicht weiter. Das muss man klar machen. Du wärst doch gleich ein Ständerat, hä? Ich bin jetzt sehr zufrieden aber im Nationalrat. Es ist auch noch nicht ganz los, aber du würdest. Ich wäre ganz sicher bereit zu kandidieren, weil ich glaube, es ist für die Partei wichtig, dass man könnte, ich sage es jetzt ganz klar, der Paul Rechsteiner hat das Pensionsalter erreicht. Ich glaube, man sollte das jetzt bürgerlich zurückholen. Marcel Dobler steht bei der FDP. Bei uns können gute Alternativen kommen. Die könnte ich auch sehen. Eben, und du bist ein 65er, als Lehrer hättest du nicht einmal Altersentlastung. Also frisch im Saft, he?
Ja, ein 65er ist noch jünger als einer, der 65 ist, oder 67 wie der Paul Rechsteiner. Von dem her, glaube ich, ist es tatsächlich eine gute Mischung zwischen der, ein bisschen Lebenserfahrung, trotzdem noch, also jung nicht, aber recht fit, würde ich sagen, bin ich, glaube ich, schon noch. Und das ist gar nicht so schlecht für den Ständerat. Aber auch für den Nationalrat ist eine gute Voraussetzung und für das Leben sowieso. Natürlich, um klare Worte zu finden. Was sind so die wichtigsten Themen der nächsten 4 Jahre? Was denkst du so? Was würde dich reizen? Was möchtest du mal noch anzetteln? Ja, also, etwas, was man nicht anzetteln muss, ist klar das Verhältnis zu Europa, das Verhältnis zu der Welt wird immer wichtiger. Und wenn ich da mitprägen kann, wie ich es, glaube ich, auch können machen konnte, als ich Präsident war von der Aussenpolitischen Kommission, jetzt bin ich der Leader in der SVP in diesem Thema, da mitprägen ist sicher das Wichtigste in den nächsten Jahren. Dann gibt es natürlich sämtliche Geschäfte, die alle Lebensbereiche betreffen. Und was natürlich wichtig ist, und da machen wir, glaube ich, alle Parteien gut miteinander, Rindlostschweiz. Die Rindlostschweiz tut man am besten vertreten, wenn man vernünftige Politik macht, wo der Staat wenig Einfluss nimmt, wenig unnötigen Einfluss nimmt, sondern die Leute machen lassen, weil den Leuten vertraue ich mindestens so viel, nein, nicht mindestens so viel, sondern mehr als dem Staat. Die Rindtaler heben hier zusammen. Du warst vorhin gerade mit dem Thomas Ammann im Gespräch drin. Also, lassen Sie sich da Bündnis machen? Wir haben es gut miteinander. Ja, bei Rindtaler-Themen oder Ostschweizer-Themen haben wir uns zusammenschliessen in den entsprechenden Kreis. Anders ist klar, wir haben zum Teil andere Konzepte natürlich, wie der Staat aufgebaut wäre, wie viel Einfluss die Politik soll haben. Das soll man noch sagen, aber in Rindtaler-Themen haben wir definitiv zusammen. Ja. Wir verstehen uns ja persönlich gut, alle Rindtaler miteinander. Eine subjektive Einschätzung, Karin Keller-Sutter ist daher gekommen. Ja, wie sieht man das so als Rindtaler? Ja, sie hat... Da hören wir gerade, ist noch ein bisschen laut im Hintergrund, da. Ja, das ist vielleicht gerade ein bisschen ähnlich. Sie ist natürlich sehr mit Fanfaren, Pauken und Trompeten ins Eintreten. Hat ziemlich schnell, glaube ich, auch eine starke Rolle übernommen. Das ist gut. Zum Teil tendiert man jetzt natürlich schon ein bisschen zu Päckchen mit der Linken zusammen. Da wollen wir gerade als SVP, da wollen wir dagegen haben. Oder im Rintel auch noch ein paar Linke reinbringen für den Nationalrat. Wie sieht denn das aus? Also ein paar Linke, der Kanton St. Gallen hat 12 Nationalräte, davor sind 5 bei der SVP. Ich will nicht, dass ein Linker einen SVPler würde ersetzen. Im Kanton ist es nicht auszuschliessen, dass ein Sitz, jetzt haben sich keine die Grünen zwischen den Grünen-Liberalen, dass ein dort übrig ging. SP hat schon genug Sitz und das ist mir eigentlich gleich, von woher als die Leute können in dieser Partei, dass dann die Leute wählen und dann kommt schon die Richter da oben runter. Zusammensetzung, also passt alles, so wie es jetzt ist, ja? Ja, Zimmersetzung passt auch nachher, weil das ist die Zimmersetzung, die das Volk will. Du redest 5 Sprachen. Meine letzte Frage nochmal. Ständerat? Wäre ein Vorteil mit 5 Sprachen, oder nicht? Ja, vor allem 3 helfen. Italienisch, ja. Und Französisch und Deutsch. Also Hochdeutsch neben dem Rentalen Deutsch. Das kann man nicht dort reden. Aber ja, selbstverständlich wäre es kein Nachteil. Dein grösster Wunsch ans Parlament? Weniger Hektik, mehr überlegen, aufhören, umeinander zu twittern, richtig arbeiten, das Hirn einschalten und dann kommt es nicht schlecht. Nicht schlecht, sagt er. Eigenlob stinkt, sagt er am Limmer. Ja, und jetzt hat mir noch der 4. im Bund von dem Rindtaler Quartett gefehlt, der Mike Hecker. Ja, Mike Hecker, jetzt bist du ziemlich schlank in das Bundeshaus gekommen, oder? Jetzt im Oktober geht es um die Wahl. Was kann man von dir erwarten in den nächsten 4 Jahren? Ja, eine grundehrliche Politik, eine geradlinige Politik, so wie ich sie im Kantonsrat betrieben habe, so wie ich sie aber auch jetzt seit einem guten Jahr darf, hier in Bern betrieben. Ich habe schon diverse Vorstöße können einreichen, Zeichen können setzen und ich glaube, das braucht es, eine junge Vertretung vom Kanton St. Gallen hier in Bern. Und anscheinend, der Toni Brunner, der jung eingekommen ist, ist jetzt Wahlkampfleiter. Der ist, glaube ich, der gleichen Meinung. Er möchte noch mal portieren, auch als Ständerat. Du möchtest, glaube ich, auch. Da gibt es aber interne Diskussionen, wie ich gehört habe. Wir haben verschiedene Kandidaten, die ein sehr gutes Profil mitbringen. Ich gehöre auch zu diesen Kandidaten. Und für uns ist es wichtig, dass die Delegiertenversammlung eine Auswahl wird haben. Und ich glaube, da braucht es, dass eben eine Auswahl besteht und dass die Delegierten können Entscheid treffen, wer es für den Ständerat möchte porträtieren. Also du trittst jetzt für beides an, Nationalrat und Ständerat, oder musst du dich dann entscheiden? Wir tun das an der Delegiertenversammlung an der nächsten entscheiden lassen. Die Delegierten, die werden ihre Auswahl treffen. Was ich sicher kann sagen, als Nationalrat steige ich nochmal mit vollem Elan in die Hose, weil die Aufgabe, die man als Junge darf, hier wahrnehmen, die ist fantastisch, die macht Freude und die gibt auch Arbeit, aber das soll so sein. Viel Arbeit, gell?
Ja, das ist so. Man ist durchaus gefordert. Also, man hat sehr viel Kommissionsarbeit, da muss man die Akten ganz gründlich anschauen und studieren. Vor allem, wenn man dann auch eigene Geschäfte in der Kommission übernehmen darf. Ich kann nicht durch. Das ist doch eine wichtige Kommission hier in Bern und hat jetzt auch Geschäfte zugewiesen bekommen. Das zeigt auch, man wird nicht geschont, nur weil man jünger ist, sondern das ist klar gewesen, ich bin hier zum Arbeiten. Und das wollte ich auch für den Kanton St. Gallen, weil wir müssen unsere Stimme hier oben definitiv verstärken. Geschont wird man nicht und ernst genommen wird man ernst genommen als Jüngerer. Du bist Jahrgang 92, gell? Genau, ich bin Jahrgang 92 und durfte feststellen, das Alter ist hier in Bern überhaupt kein Problem. Viel mehr zählt der Inhalt, den muss man bringen, man muss seine Dossier kennen und dann ist damit mit dem Ernst nehmen überhaupt kein Problem. Du hast eine Betriebswirtschaft gemacht, gell? Bist du als Metzger für Beruf mit Garnen und so weiter. Wo verdienst du jetzt mehr? Im selben Beruf oder hier als Nationalrat? Ich bin ganz ehrlich, da kann jeder auf der Webseite des Parlaments nachschauen. Es ist im Nationalrat mehr, wie ich vorher verdient habe. Aber nichtsdestotrotz arbeite ich noch in der Privatwirtschaft. Das ist mir ganz wichtig, dass ich meine Wurzeln nicht verliere. Dort mittlerweile als Projektleiter von einem grösseren Fleischunternehmen. Du warst in Gallen, oder? Kantonsrat. Jetzt bist du in Bern. Du fährst 3 Stunden natürlich. Du musst vielleicht eine Wohnung in dies, jenes. Ist das Zentrum der Macht da, auch für einen Kanton, für die Region? Oder ist gleich kein Zentrum der Macht da in Bern? Zum Glück sind wir in der Schweiz und da gibt es kein Zentrum der Macht, sondern die Macht in der Schweiz hat die Bevölkerung. Und das soll so bleiben. Frauenstreichtag? Hast du etwas können anfangen mit dem? Habe ich hier auf dem Bundesplatz selbstverständlich mitverfolgt. Ich bin der Meinung, jeder, der sich ungerecht behandelt fühlt, soll das zum Ausdruck bringen. Aber das ist sicher ein Thema für die Frauen. Ich habe gesagt, Jahrgang 92, du warst gerade 4, als am 6. Dezember 96 eben dann EU geschmissen hat. Ich behaupte, wir sind eigentlich gleich bei der EU. Der Verheugen hat einmal gesagt, wir zahlen ja extrem viel, wir haben einen bilateralen Vertrag, wir haben Verpflichtungen, du kennst den Handel natürlich und so weiter. Sind wir jetzt dabei oder sind wir nicht dabei? Oder wie steht es mit den Rahmenverträgen? Kriegen wir sie oder was machen wir da? Wir sind ganz sicher nicht dabei bei der Europäischen Union, aber was wichtig ist, dass man mit verschiedenen Partnern verhandelt, wenn es um internationale Beziehungen geht. Da muss man aber schauen, dass die Interessen der Schweiz zuvorderst stehen bei diesen Verhandlungen. Das ist beim aktuellen Rahmenvertrag ganz klar nicht der Fall. Darum ist nach meiner Meinung klar, den gilt es abzulehnen, zurückzusenden und neu zu verhandeln und dann eine Strategie zurechtlegen, wo eben die Schweiz und die Schweizer Interessen im Zentrum stehen und das der Europäischen Union auch klar machen. Und ganz wichtig ist, wenn man von internationalen Beziehungen redet, dass man nicht nur von der Europäischen Union redet, sondern auch von anderen Märkten. Und ich glaube, das muss man auch anschauen und so das Gewicht ein bisschen verteilen. Du bist in Rorschach aufgewachsen, gell? Ich bin in Berneck aufgewachsen, aber in Rorschach geboren. Aha, ich wollte sagen, Rorschach wäre Multikulti-Bauer. Kannst du mit Multikulti umgehen oder wie siehst du das? Selbstverständlich, ich habe ganz viele Freunde, die aus dem ausländischen Kreis stammen. Absolut kein Berührungspunkt. Ich arbeite in einem Unternehmen mit verschiedenen Kulturen und da habe ich keinen Berührungspunkt. Was aber mir wichtig ist, dass sich Leute, die in die Schweiz kommen, auch mit unseren Werten auseinandersetzen und die auch noch kennen und ein bisschen nach denen leben, wenn sie hier in der Schweiz sind. Welche sind für dich die wichtigsten Werte und welche die wichtigsten Vorstöße in den nächsten 4 Jahren? Die wichtigsten Werte sind sicher gesellschaftliche Werte, dass man sich engagiert in einer Gesellschaft, sagt das in einem Sportverein, sagt das in einem Turmverein. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist auch das Grundfundament von unserem Milizsystem, das wir im Militär haben, das wir aber auch hier in der Politik haben und mit sich dem identifizieren können. Das ist mir persönlich wichtig und dem funktioniert es auch mit der Integration. Die wichtigsten Vorstöße, ich habe politische Agenda vorgestellt. Ich habe für 4 Jahre einen Plan gemacht, den ich hier möchte umsetzen, weil mir ist es ganz wichtig, dass meine Bevölkerung messen kann, was macht der Mike Ecko hier in Bern. Ein ganz wichtiger Vorstoß, den ich eingereicht habe, ist beispielsweise das abgewiesene Asylbewerber, die wir nicht zurückführen können und hier Kosten verursachen, die Kosten diesen Ländern in Rechnung gestellt werden. Weil das geht nicht, dass die Schweizer Bevölkerung für so Leute für rund 63 Millionen Franken Sachen übernehmen muss. Ist noch mühsam. Vorstöße machen, sich einsetzen dafür, Herzblut geben und nachher wird es dann gleich nicht bestätigt. Zum Beispiel Verjährung oder, von Straftätern. Ja, Verjährung von Straftätern ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist noch nicht weg vom Tisch. Das wird aktuell hier in Bern behandelt. Da haben wir im Kantonsrat eine Standesinitiative durchgebracht. Das heisst, jetzt ist sie in der Behandlung hier
in Bern und da werde ich mich weiterhin voll einsetzen. Und das andere gehört zur Politik dazu. Manchmal kann man gewinnen, beispielsweise Verhüllungsverbot im Kanton St. Gallen. Das ist sicher einer von meinen grössten Siegen, die ich in der Politik mitnehmen durfte. Und andere Sachen, da unterliegt man halt. Aber mit dem muss man leben und da dürfen wir den Mut nicht verlieren, weil wir arbeiten für die Bevölkerung der Schweiz und da sollte man sich immer zu 100% und mit vollem Elan einsetzen. Dein grösster Wunsch ans Parlament jetzt nach deinen 3 Monaten? Mein grösster Wunsch ist ans Parlament mehr Transparenz gegen aussen, gegenüber der Bevölkerung, mehr Vertrauen schaffen und mehr Disziplin im Ratsbetrieb, mehr aufeinander eingehen, mehr einander zuhören und konsensorientiert für die Bevölkerung der Schweiz sich einzusetzen.